Die Aposteljeschicht Nummer 27. Hier redt ware Johan Dyck. Von der will wir dann die Predigten über die Aposteljeschicht zu eng bringen. Letzte Werk hielt wie do ab, wo Paulus von der Römer festgenommen ward, so dass die Juden ihn nicht anbringen konnen. Er ward gefährdet gerecht gebracht, aber er konnte krank das Rechte sein, so dass die Pharisäer und die Sadduzäer sich einander anfangen zu streiten. Und dadurch kriegen sie keine Einigkeit unter sich, und so kommt es zu keiner Beschuldigung, was wie der Römer war talen deid. Die Juden wären aber so doll, dass die römische Soldaten am mit Gewalt von an Weich rieten mussten. Und so wollen wir von der seinen, wo die Juden ihre Klärjähen am nicht abgehoben ward. Als das alles passiert wär, und Paulus war der Träg in der Baraken wär wie die Soldaten, dann kam die Herr bei Nacht zu ihm, und wir lesen in Kapitel 23, 11 so. Über die kommende Nacht stund die Herr bei ihm und seht, sieh getraust, Paulus, so as du in Jerusalem für mich Zeichnis gejeft hast, so mußt du auch in Rom für mich Zeichnis geben. Ist es nicht wunderbar, wo wir immer waren in der Apostelgeschichte seinen, und besonders in Paulus sein Leben, wo die Herr immer war, hier und da, Paulus dann Trost bracht, wann er dort brucht. Und weit je die Herr der doch für uns. In die Tiden, wann wir wirklich Trost brucken, es er immer kragt da, und er jaft uns vielleicht durch ein Wort von Freund oder Bekannte, den Trost, den wir trotz dann brucken donen. Wort hier aber passiert wir, aus die Soldaten Paulus von den Juden weichreiten, wie dit. Sie hatten einen Plan entwickelt, wodurch sie würden proben, Paulus umzubringen. Und dat wir so, Paulus seine Säste ersehen, also Paulus seine Neffe, hier do manche Juden, wot sie sich planen deiden. 40 Mann hatten geschworen, dat sie nicht eten oder trinken würden, wat sie Paulus dort gemerkt hatten. Und dat wir die Plan. Sie würden den Kommandant, war er dort am Berden, dass sie Paulus noch einmal für das Gerecht bringen würden, für dem Rot. Dann würden sie taufahren und am durchkragt für dem Rot dort merken. Aber was sie nicht eingeworden geworden wären, wäre, dass Paulus sie Neffe, ein junger Jung, das Tau gehört hat. Und der ging nur Paulus und der vertalt ihm dit. Und dann nahm Paulus am nun Kommandant und seht am, des Jung haft die Worte vertalen. Und wie weit ihr dann würdet wieder ging, des Jung, vertalt diesem höheren Kommandant alles, was die Juden geplant hatten. In derselbe Nacht, jo an demselben Abend, mögt der römische Kommandant alles reid, 200 Soldaten und 70 Ritter, und mit dieser Taub nahmen sie Paulus und leden an der Nacht noch los nach Caesarea, wo der Gouverneur Felix sein Amt utführt. Wort mit diese 40 Männer passiert erst, die geschworen hatten, sie würden nicht eten oder trinken, weit wir nicht. Ob sie wirklich sind dort gedarscht oder dort gehungert, dort weit wir auch nicht. Aber eins ist klar, ihr Plan schafft nicht. Als Paulus dann in Caesarea bei den Gouverneur Felix war, kamen nur 5 Dio, die Juden waren von Jerusalem, mit ihren Aufkot Tertullus zu haben, um Paulus für Felix zu beschuldigen. Tertullus red sei ja verächtlich über Paulus und beschuldigt ihm, dass er alle wie ein Trubel mög und hat versucht, den Tempel zu veranreinigen. Paulus wird dann abgefordert, sich zu verteidigen. Erstens seht er zum Gouverneur, dass das gar nicht stimmt, wovon sie am beschuldigen deiden. Er wie friedlich am Tempel gewasst und hat dort mit keinem gestreden, um ein Abruhr zu merken. In der zweite wie, er seht, Lot an dort bewiesen, weil sie haben keine Klärjähe in mir, was sie bewiesen können, büter, dort ich an die Aberstornung von der Todes geleben dau. Hei bekam doch ganz klar für diesen römischen Gouverneur, dort hei an Jesus geleibt, und dort Jesus wird wahrer kommen. Felix seht, hei wird lüren, wat Lysias, der Kommandant uit Jerusalem chaim, und dann wird hei sein Urteil utsprechen. Und so dir dat, walche deo, in taschen ern ober, befaul hei, dat Paulus soll in gewässert Port Freiheit haben, und dat seine Freund am besiegen und am versorgen können. Also Paulus hat het nicht direkt schlecht,
ob er wie falsch genommen. Er muss immer mit dem Soldat taub sein. Ob er kann frei rumgehen, ob er muss da bleiben. Nur dem, sagt uns der Schrift, kam Felix mit seiner Frau Drusilla, dat wie eine Jüdin, und horcht sich noch einmal an, wat Paulus über seinen Glauben zu sagen hat. Ohne Zweifel, wie Felix sei ja nie schierig, über dort, wat Paulus da hat angefangen zu sagen, über dem, dat de Todes wurden abstohnen. Paulus red ernstlich zu ihm von Gerechtigkeit, von Selbstbeherrschen, in dat kommende Gerecht. Net sagt er, dat mögt den Gouverneur Felix seier Angst. Weit je wat? Gott jeft alle Menschen Gelegenheiten, ihren Weg zu ändern und sich zu ihm zu bekehren. Entweder so oder so. Hier sei wie dat sogar bei höhere Regierungsmänner. Wann einer so als Paulus dat Wort Gottes klar predigt, oder andere dat klar sagt, dann jeftet gewöhnlich verschiedene Sorten von Antworten darauf. Einstige glauben dat nicht und haben sich darüber dumm. Andere glauben dat und nehmen dat an. Aber dann jeftet noch die dritte Gruppe. Und davon wir Felix einer. Einstige haben Angst, aber sie proben die Sache abzuschüben oder davon zu verjeten. Und so schaut man das fair, wie das mit diesem Gouverneur Felix. Worum Felix Paulus nicht losleit, wir da wären, erstens, wie's he die Juden wollen gefallen donen. Und zweitens, dat he gehobt hat, dat Paulus am wird bescheipen, dat he frie kam. Wie's Paulus dat nicht deid, hielt he am da noch für 2 Jahre länger, während he noch an sein Amt wär, und dann kommen andere, und die heit Porcius Festus, der in seine Stadt dann durch Gouverneur ward. Paulus wie aber noch immer gefangen. Kapitel 25 aber berecht uns dann, wo Festus mit Paulus anging. Die Juden wollen Festus bereden, dat he Paulus war der Träg nur Jerusalem schicken wird. Und dort weit wie alle, worum sie dort deiden. Sie wollen sich unerwehrlich verstärken, und dann wollen sie am Sau anbringen, während he noch ab dem Weg wär. Festus aber deidet nicht, und ich seht, sie mussten alle nach Caesarea kommen, und da würde er anhören. Als Paulus dann war er fertig für hier wir, wohl Festus die Juden in Gefallen daun, und so früh he Paulus, auf he willig wir nach Jerusalem zu gehen, um sich dort verhören zu loten, für Juden. Nu wisst Paulus genev, dat he Festus auch nicht vertrühen kon, weil's de darum so sehr besorgt wir, die Juden in Gefallen zu daunen. Hij had je de macht, am irgendeine Tiet die Juden in een Hang te geven. Aber dann lesen wir in Kapitel 25, Vers 10, wat Paulus doorab antwoorden deed. Hij zeed, ik sto hier voor den Caesar zijn rechterstuhl, wo ik zal gerecht worden. En du weißt sehr goed, dat ik die Juden nicht arrechtet gedonen heb. Aber wenn ik irgendwem arrecht behandelt, oder mij zum Dood verschuldigt heb, sie ich reit zu sterben. Aber wann ich an all dem, womit die Menschen mich beschuldigen, nicht durchhänge es, kann keiner mich an ihre Hänge geben. Und ich wohne um Cäsar gehen. Als Festus die Sache mit dem Rot, der gerät hat, seht he, wirst du den Cäsar seinen, dann sollst du um Cäsar gehen. Bald darauf kam die Kenning Agrippa in seine Frau Bernice noch Festus spazieren. Festus red mit an, vertal dann von diesen ehen Ortchen Gefangenen, wat je bet hod, für den Cäsar in Rom verhiert te worden. Festus sin trubbel wir, dort no dem he am verhiert hod, wisst he noch immer nicht, wat für ne Beschuldigung he am geben soll, wann he am no Rom schicken deid. Paulus wort nu ook noch für den Channing Agrippa gebracht, um am seine ganze Geschichte te vertalen. Paulus nahm diese Gelegenheit wahr und vertalt an auch sein Zeichnis. Habt ihr hier gemerkt, dass Paulus hier für 3 höhere Regierungsmenschen sein Zeichnis jeft? Erst wird Felix, dann wird Festus, nu ist es die Kenning Agrippa. Dort erfällt kracht, was Jesus eva am seht, dass he soll vor ihm ein Zeichnis sein für höhere Regierungsmenschen in Verkenninge. Paulus schämt sich rein nicht,
en hij vertelt aan Kracht wat bij hem passiert weer, wo hij zich bekeerd had, wo hij eerst door jaren gewaast weer en wo hij op een gans veranderd wordt door Jezus Christus. En dan, in kapitel 26, 27, vroeg hij den Channing zo: Channing Agrippa, gelijfst u wat de profeten zeiden? Ik weet dat u dat gelijfst. Dan zei Agrippa tot Paulus: Door veelt nicht veel, dan hast u mij bereid in Christ te worden. Paulus zeid: Mocht Gott geven, of het nu aan veel oder weinig veelt, dat nicht bloß du, aber alle die mij nu hieren, zo'n worden mochten als ik zie, buiten deze keden. Agrippa wier nog een Beispiel, van wo menschen op dat evangelium antwoorden. Wie Felix zag wie dat hij angst had, aber dan dat proeft op te schuwen. Hier bij Agrippa wier dat meest zo. Hij wier meest zo weet, dat hij zich bekeerd, aber hij deed het niet. Daarom had wier hij daar nog kracht zo verloren als verheer. Meest in Christ te worden, is nog lang niet in Christ te worden. Ik zie mij zeggen, er zijn vele wat mij van deel heren, die han dit al vaker geheerd, dat een Jezus moet aannemen. Dat wanneer een niet verloren gaan wil, dan moet een zich bekeren. Paulus predigt deze boodschap immer weder, of dat Juden wären oder Heiden. En hier in diesem laatsten Port van Apostelgeschicht, sei wir dort ganz besonders, wo Paulus zu den Heiden predigen dat. Und dit wären besondere Heiden, dit wären Regierungsmänner, hochgestellte Menschen. Aber die Trouble bei den Menschen ist überall dieselbe. Sehr viele Menschen haben Angst, wenn einer von der Ewigkeit redet. Und vielleicht hörst du von der meine Stimme, in die ihr dort kracht so. Du feilst die unmerklich von Bernen, wenn du wort von der Ewigkeit geredet. Wann du wort vom verloren gonen gerät. Dort will wie aller Leiber nicht hören, wie mochten Leiber wort makel gerät hören. Aber ich mag das von dir sein, wärst du auch so feilig, die Angst hat, als von der Ewigkeit gerät wird? Weißt du wort? Dort kann von dir auch verändert worden. Wann du wellig wurscht, Büße zu daunen über deine Sünden, und du nur Jesus chämst, und du bärst am dort hei die Sünden verjaft, dann wird er dort daunen. Und weißt du, was dann passiert? Dann wird in dein Hort so'n Frieden ankommen, so's du noch niemals erlebt hast. All die alle schlechte Dinge weich sind. Die sind weichgewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und du hast nie het Leben durch Arm, ewiges Leben. Ein Leben wird niemals abhiert. Felix hat Angst, aber er hat nicht den Mut, sich zu bekehren, en met den oulen, gottlosen weich te breken. Wärst du wellig van die ook, met den oulen, gottlosen weich te breken? Aber dan denk ik nog aan Agrippa. Agrippa wie een Channing, hij wie een hooggestalder man, aber hij had ook een hoort vol zind. En wann hij hier zegt te Paulus, du deist mij meest bereden, dat ik ook een Christ war, zeg dat woord. Eine wird sich bloß wünschen, dass er den ganzen Weg gegangen wäre. Aber er hält dort ab, wird am wichtigsten wäre, diesen Schritt zu daunen. Und so sich auch seht, meist in Christ ist noch lang nicht in Christ. Wo sitzt von dir bei dir? Du hast die vielleicht auf Ferken vergenommen, du wirst auch in Christ worden, aber du kannst die bloß nicht dort kriegen. Was hält dich ab? Deine Familie? Wat Menschen sagen wollen über die, wenn du die ab einmal veränderst, wenn du ab einmal dort deist, wat du erst einmal veracht hast? Lot die doch bereden von dir. Lot din Hort doch opgemerkt worden durch den Heiligen Geist, dat du wirklich diesen Schritt deist, en schuf dort nicht ab, so's die Kenning Agrippa. Wir lesen nicht mehr von ihm in der Apostelgeschicht, en ich nehm an, dat bleibt dabei, en hij is verloren gegonen, will hem am meisten Christ wir, en nicht in ganzer. Dort Urteil von Channing Agrippa wir, dort wann Paulus nicht dort am Gebet hat, für den Kaiser verhiert zu worden, dann hat er kund frie geloten worden. Aber nu muss dort ganze seinen Weg nur rumgonen. Wir kommen dann bei Kapitel 27, und dort sei wie, wo Paulus da nur rumgebracht wird. Nu wird es so weit,
dat Paulus nur Raum genommen ward, sich dort für den Cäsar zu verteidigen. Das 27. Kapitel vertelt uns dann, wo Paulus mit noch andere Gefangene taub, ohne Absicht, auf ein Handelsschiff mit nur Italien seilen deid. Wat hier aber sehr spannend ist in dit Kapitel, wie de graute Sturm ab Meer, wat an meist het Leben kost. Sie wären al der lang von den Sturm gejagt, en hadden dat Schiff nicht mehr in ihre Macht. Alle Hoffnung wie abgejeft, wat de Haar durch een Engel in de Nacht Paulus nie in Maut en Trost gauf. En Vers 24 sagt dat, Fürcht die nicht, Paulus. Du magst für den Cäsar zu stonen kommen, und Gott in seine Gnade haft die all de Leben geschenken, die mit die Taub reisen. An de Nacht fuhr dat Schiff immer noder no die Insel Malta, dat wüssten sie aber nicht. Aber dort an der Meereskant von Malta jucht dat Schiff ab a steiner Faust in Brück te bieter. Aber jeder einer kann sich ab dem Biet vom Schiff te Land bringen, wo die Anwohner an freundlich abnahmen. Dann wird uns berecht, dort in Malta bleiben sie dann für 3 Monate, wo das Wasser zum Seelen besser wird. Und dann fuhren sie Wasser auf nur Raum, wo all nicht mehr so weit auf wir. Das 28. Kapitel sagt uns dann, dort aus Paulus da ankam, wird er über Gott behandelt. Er darf in sein eigenes Haus wohnen, wo er gepacht hat, mit einem Soldat taub, wat aan bewachen deed. Aber anders had hij de vrijheid. Menschen kunnen ongehinderd no aan komen, door spazieren. Hier kon hij tot de Juden, aber ook tot al die, wat no aan tjeimen, van God zijn woord reden, ongehinderd. Is dat niet wunderbar? Dat buurk van de Apostelgeschicht schlitt zo af, dat einer meint, er zal nog meer komen. Wo hij Lothar voor den Cäsar verheerd wordt, dat weet wie nicht, dat wordt hier nicht in Apostelgeschicht berecht. Bloß dat hij in Raum weer, en door Predigen deid, en door vele Menschen nu zijn Huis kommen, am uit te frieren. Hij proef die Juden te bereden. Aber dat schient als waren sie dort nicht leven deiden, bloß eins je deiden sich bekeeren. En zo hab ik van die oude seinen, wo Paulus einmal nur dat andere Mal für een höhere Regierungslied sein Zeichnis gauf. Und dort ist auch, worüber das ganze Buch von der Apostelgeschicht sich mit handelt. Habe ich dort auch gelehrt, dass wir auch uns Zeichnis für alle Menschen willig sind zu geben? Denkt ihr noch in Apostelgeschicht Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus sagt, Je sollen meine Zeichen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in Bad Andert Eng, von der Welt. Dort habe ich eine Apostelgeschichte seinen, wo die ersten Christen dort erfallen deiden, die jingen bei der hängerste steht an der Welt, dort Evangelium zu sein. Wie aus Mennoniten sind auf Firken, sei erstalte mit gewasst, dort wie die Stelle am Land sind. Dit ist ein altes Sprechwort, in vielen Leben, dass dort biblisch ist, aber das ist nicht biblisch. Wann es zum Glauben kommt, dann soll wie nicht die Stelle am Land sein. Wann wie Trägchen nur an so fair fahren in Holland, die Mennoniten, dann sei wie ganz klar, dass sie nicht die Stelle am Land wären. Dort passiert viel Lothar, in Preisen, in Russland. Aber als einmal die Mennoniten anfangen, dann wären dort die Lied, wat von ihren Glauben Bekenntnis gaben, wat davon reden deiden. Dort ist die biblische Wahrheit. So als wie Mennoniten al Firken geworden sind, wo wir nicht mehr vom Glauben reden wollen, und wie leiden, dass wir stolz, wenn einer davon redet, dort ist nicht biblisch. Die biblische Wahrheit ist die Wahrheit, die uns in der Apostelgeschichte immer wahrer gejeft wird, wo das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, in der ganze Welt in den gedrückt wird. Und sagt bloß nicht, dass dort bloß für die Apostel wir, oder die, was dort beschrieben sind in der Apostelgeschichte. Wir lesen immer wahrer, dass alle Christen, wo immer dort wir, auf in Jerusalem, oder in die Heidenländer, auf in Ephesus, oder Korinth, oder Thessalonich,
dort wären Menschen, wat ihr Zeichnis klar und deutlich andere sehen, und dadurch andere auch zum Glauben kommen. Dort ist die biblische Weich. Und ich hoffe, wir haben dort gelehrt, durch diese Apostelgeschichte, dort Gott sein Weich ist, dort, wenn Jesus an uns hört lebt, dann sollen wir auch zu anderen davon reden, in anwiesen, wo sei, auch zum Glauben kommen können. Ich hoffe, du hast die durch diese Predigten abgemerkt. Du wirst auch den Port daunen, dort das Zeichnis, dort diese Botschaft von Jesus auch in alle Welt verspreit wird. Und nun müssen wir zum Schluss kommen, wir wollen noch zu beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, Vater, für das Buch von der Apostelgeschichte, was uns das alles gelehrt hat. Und ich bete, dass du uns möchtest zu treue Zeugen Jesu merken. Wir beten darum in Jesus seine Namen. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt, über dort, was ihr das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 205-346-0523. Ich wünsche euch alle eine gute Woche. Auf Wiedersehen.